Der Grund, warum das damals auf HD gemacht wurde, war, dass man schon einen Schritt vorausgehen wollte, um dann für die Zukunft gewappnet zu sein, die Dekorationen schon eben herzurichten, sich auch schon auf die HD-Abläufe innerhalb der Produktion, Maskenbildner, Kostümbild und so weiter auch einzurichten, um dann, wenn die HD-Umstellung kommt, dort möglichst schnell reagieren zu können. Und das war der Grund, warum man damals schon in die HD-Technik gegangen ist. Also wir sind quasi nur haben dem Produktionskonzept gefolgt. Tapeless macht dann Sinn, wenn sehr große Datenmengen stationär aufgezeichnet und verarbeitet werden sollen und das auch eben über Kabelverbindungen zusammengehalten werden kann. Wir machen das zum Beispiel bei Sturm der Liebe, die erfolgreichste deutsche Telenovela, und haben das ähnliche Produktionskonzept auch verwendet für eine für alle, nur eben dann mit HD-fähigen Komponenten.